Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute DNLS22 auf der Hof Bergmann, meine lieben Freunde. Und Feld habe ich so angefangen, gerade in der Pause schon mal zu tiefen lockern. Und ich wollte jetzt aber nicht noch eine Folge mit Feldarbeit machen, deswegen versuchen wir jetzt hier ein bisschen Fisch zu sammeln und zu verkaufen, weil wir brauchen ein bisschen Geld. Dann hat mich die schöne Community aus dem Livestream darauf aufmerksam gemacht, dass wir Kompost herstellen können. Und das müssten wir machen, aber da brauchen wir noch ein paar Sachen für. Deswegen brauchen wir jetzt ein bisschen Geld. Mach doch eine Mission. Könnten wir auch gerne machen. Klar, warum denn nicht? Stimmt, das ist eine gute Idee. Wir machen gleich mal eine Mission. Dann haben wir wenigstens was zu tun und verdienen Geld. Weil wir brauchen noch ein paar Sachen. Wir müssen noch ein paar Dinge kaufen halt, ne? Wir wissen ja, dass Fisch uns nicht so viel Geld gibt, aber wenigstens etwas. Aber wenigstens etwas. Na, gucken wir mal. Starten wir vielleicht mal eine Mission. Wir müssen ein bisschen Geld verdienen, damit wir uns was Neues, auch neue Felder und so holen können. Und ja. Ich würde auch mal langsam so die Zeit auf 15 nehmen. Damit das auch mal ein bisschen schneller hier vorangeht, ne? Finde ich schon ist eine gute Zeit, oder? Oh. Ja, ist auf YouTube. Freezy auch. Über ein Abo freue ich mich da sehr gerne immer. Mit dem Ausrufezeichen YouTube? Oder ich warte, ja. Kommt jetzt zu meinem YouTube-Kanal. Sag mal, wo ist eigentlich Truckig? Den habe ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Genauso wie scheinbar nicht. Gibt es die noch? Kann ein Moderator vielleicht mal ganz kurz einmal den YouTube-Link reinposten? Muss man einen Command dafür machen oder zumindest eins, was so alle 20 Minuten mal gepostet wird oder so. Buddha, dankeschön. Und darüber freue ich mich, Zorkan. Sehr, sehr schön. Dankeschön. War schon dabei. Ah, alles klar. Ja, Buddha, altes Eisen. Der weiß, wie das hier läuft, du. Ey, sag nicht, meine Boxen sind voll. Oh, da habe ich ja jetzt gar nicht mit gerechnet, dass die Boxen mal voll werden, ey. Ja, gut. Ach so, warum ihr, wenn sich hier einige Leute fragen, hä, wo hat er den ganzen Fisch der? Welche Folge war das? Das habe ich offscreen gemacht, war ich ein bisschen angeln und habe so, ich glaube, 200 Kilo Fisch daraus geholt. Und ja. Aber das mit den Angeln ist geil, ey. Ich feiere das.
Wie? Hackschütze wird hier nicht angenommen. Ach, Hackschütze ist voll. So. Ich habe keine Box mehr. Doch, ich hab. Nee. Nee, nee. Sieht nur so aus. Das ist leider keine Box. Nee, leider nicht. Sah in den ersten Moment so aus, ja. Hätte ich jetzt auch gedacht, aber war es leider nicht. Ich nehme den Anhänger aus einem bestimmten Grund mit. Den zeige ich euch gleich. Ach so, und wenn ihr euch denkt, hä, wann hat er das umgebaut, war auch offscreen, damit ich die Sachen da mal festkriege. Das war, wo ich die Fische abgeholt habe. Habe ich die da draufgestellt und ja, das ist dann so durch die Gegend geflogen. Da habe ich beim Händler eben Halt gemacht, habe eben umgerüstet und dann so gemacht. So. Dann fahren wir mal zu Elas Dorflädchen und dann verkaufen wir dort die Fische und dann fahren wir runter zur Mühle und holen uns da noch das Mehl ab. Da liegt ja noch ein Haufen an Mehl. Brauchen wir auch noch. Wo geht denn die ganze Zeit mein Geld hin? Oder kriege ich hier eine Strafe für zu schnelles Fahren? Gucken wir das hier rechts rein. Ne, aber noch ein Stück weiter. Wo geht mein Geld denn die ganze Zeit hin? Wo gehen diese paar Cents immer hin? Ich habe keinen Helfer, nichts an. Wo geht das hin? Produktion? Umweltbewertung. Wohnung. Es könnte sein, Kuchling, ja. Kuchling! Ich habe hier, wo ich dich gerade hier lese, du schreibst ja wieder auf S2F Discord. Schreibst ja Moin und so und redest mit den Leuten. Kommst du wieder oder was? Was jetzt nicht schlimm wäre oder so. Nicht falsch verstehen. Ich würde mich freuen, aber war mal nur so eine Frage, ob du wiederkommst. Feuerwehr. Muss auch mal sein. Da liegt unser Mehl. Gibt's schon Eier? Wollte ich gleich mal gucken. Wollte ich gleich mal gucken. Servus. Echt? Ist ja geil. Westwaldtransport, Freezy. Westwaldtransport. Was? Was ist los? Was kann ich für dich tun?
State of Freedom gehört dir, oder? Ja. Moment, Kuchling, ich lese sofort, ich lese sofort. Okay. Ja, wir sind jetzt gerade, glaube ich, 14. Die meisten kommen immer bei uns gegen 20 Uhr. Und dann sind wir so in letzter Zeit wieder. Wir hatten, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, ein Loch, wo einige Spieler weggegangen sind. Aber nicht, also einige bestimmt, weil denen da was gestört hat oder so, keine Ahnung. Aber einige wurden auch belabert worden zu gehen von so einem Hampelmann. Und jetzt sind wir wieder so am Abend bei 70, 80 Leuten. Ja, letztens waren wir sogar mehr. Da waren wir wieder bei 90. Nein! Ja, scheiße, so kann ich nicht fahren. Fall halt runter, ey. So, da ist noch einer. Ich wollte jetzt, ich habe jetzt erstmal das Ganze, was hier auf dem Boden lag, mitgenommen, weil das muss ja mal sauber hier aussehen, ne? So. Wie sprichst du denn mit denen? Was ist das? Die Leute glauben das immer. Wir machen hier Späßchen, weißt du, wie viele Nachrichten ich auf Instagram kriege? Was ist denn mit dir und Tino los? Was ist denn da los? Und bla und blub. Der hat das und das gesagt. Und ich denke mir immer nur so, boah, das war doch nur Spaß, Mann. hier fehlt mir was im Stream. Hier fehlt mir was im Stream. Deine Art so mit leichten Fluchen. Und gibt es eine Modliste? Mit dem leichten Fluch? Ach so, ach so. Jetzt habe ich irgendwas geschneidet. Du willst das hier rufen? Kommt mal vor. So, jetzt heute ist nur, ich habe gute Laune. Es gibt gerade nichts zu nölen, sag ich mal. Aber es kommt mal öfters vor, dass hier mal so ein frecher Spruch kommt oder eine lockere Art an Sprüchen hier rausgeflattert wird. Das ist hier Standard, ja. Aber das ist ja nicht gespielt. Das kommt, wie es kommt, sag ich mal, ne? Also guck ich auf YouTube. Oh, cool. Cool. Was guckst du denn so? Was gefällt dir denn so? Was gefällt dir auch mal nicht? Würde mich mal auch interessieren. Was ich vielleicht mal verbessern könnte. Natürlich auch an die YouTuberinos, ne? Wenn ihr da was habt, was ich mal vielleicht verbessern könnte, haut's gerne raus. Solange wir alles sachlich ist, können wir über alles reden. Das sieht aus mit der Karre hier hinten, ey. Finde ich geil. Ey, Puh, was geht bei dir? Alles klar? Dein Gesicht. Na, guck mal. Da kam direkt mein Moderator, Chris. Mach mal direkt hier Timeout 10 Minuten. Ja, Chris. Hä? Was los? Was los, Digga? Wo kommt der Hund denn her? Och, ist der süß. Hallo. Ey! Komm
damit? Komm von der Straße weg. Siehst du deinen Hampelmann, wie der hier schon rumhupt? Hup hier nicht rum, Junge! Du Kleiner, zieh dich hier aus der Karre raus! Und, keine Ahnung, jopp dich mit dem Kopf da irgendwo rein, du. Keine P. Entschuldigung. Hast du einen Hund im Real Life? Ja, ich habe einen Boxerhund. Einen weißen Boxer habe ich. Eine Hündin. Er heißt Bella. Ich finde dieses Projekt gut, wie es ist. Man kann einfach mit dir reden, worauf man Lust hat. Ja, das war ja auch eigentlich auch so ein bisschen das Ziel, ne? Hier mal ein bisschen entspannt den Landwirtschaftssimulator spielen, ein bisschen quatschen, ich auch selber ein bisschen was dazu lerne und so, ne? Ja, heute bin ich ausgeschlafen. Heute bin ich ausgeschlafen, ja. Ich war aber auch arschmüde, ey, ohne Witz. Es ging nichts mehr. Ich bin das erste Mal seit Monaten, dass ich um 21 Uhr im Bett lag. Ich habe noch schnell alle Videos fertig gemacht, habe noch eben schnell Discord mit meiner Projektleitung geschrieben, bla bla bla, und dann bin ich ins Bett. Ich bin einfach um 21 Uhr ins Bett. Als ich dann zu Basti sage, ich gehe ins Bett, ja, wie, was? Also wie, du gehst ins Bett? Tja, ich war einfach müde, ey, ohne Scheiß. War arschmüde. Da haben wir eine Kiste Brot. Juhu. Läuft. Schade. So, ich würde jetzt aber sagen, wir haben hier noch genug Mehl liegen, dass wir dieses Mehl verkaufen, oder? Warst du jetzt eigentlich Warhammer spielen? Ja, war ich. Ah, guck mal, wenn man vom Teufel redet, da haben wir seinen Namen einmal zu oft gesagt. Da ist er da. Da ist Basti. Du siehst auch wieder fit aus, ja. Ich war kaputt. Ich weiß nicht, was los war. Ich war einfach... Es ging nichts mehr. Also, ich bin ganz ehrlich, ich saß hier und ich bin im Sitzen, habe ich so gemerkt, wie meine Augen immer schwerer wurden und ich auch so weggenickt bin. Ich war nur am Gehen, es ging gar nichts mehr. Ich musste ins Bett, bin ich ganz ehrlich. Also, das war einfach zu hart für mich. Servus. Servus. Ich glaube, die liegen zu hoch. Kann das, weil die auf die Kisten drauf liegen? Ja. Servus. Das ist ein schöner Pläne hier. Weiß ich nicht, McDennis. Weiß ich gerade wirklich nicht. So. 2000, damit können wir keine Sprünge machen, aber
Wir geraten schon mal nicht mehr ins Minus. Das ist doch schon mal gut, oder? Wieder mit dem Anhänger da. Mahmut schreibt gerade, statt ständig Servus zu sagen, könnte der mal mit anpacken. Ja, ist was dran, ey. Wie lief es beim Spielen? Ja, voll aufs Maul bekommen. Also wirklich. Bin da hingegangen halt, hab meine Armee so. Erstmal kannte ich da gar keinen. Und dann ist das so, das ist für mich auch dann immer eine sehr unangenehme Situation, so, wenn ich irgendwo hingehe und niemanden kenne. Und ich habe immer das Problem, den ersten Schritt zu machen. Ich bin nicht schüchtern oder so, gar nicht. Weiß nicht, soll ich da einfach hingehen? Ah nee, dann bin ich wahrscheinlich der Spinner, der hier die Leute anquatscht, der keine Freunde hat. Und dann stelle ich mich erstmal so irgendwo hin und beobachte erstmal und versuche jemanden zu finden, der irgendwie irgendwo irgendwas auf meine Wellenlänge hat. So humormäßig, sprüchemäßig, von der Art her oder irgendwie sowas. Und dann stelle ich mich, aber ich habe keinen gefunden. Und ich dachte mir nur so, fuck. Ich stand dann da und hin und her und irgendwann kam dann einer, hey, bist du neu? Ich sag, ja, hi, ich bin Christian, bin heute das erste Mal hier. Ey, der ist neu! Und ich denke, nein! Und alle so, hi, hi, hi. Und ja, dann ging's halt los, ne? Ja, so, und, willst du spielen oder was? Ich so, ja, ich habe meine Armee so mit dabei. Weißt du, wie so ein kleiner, schüchterner Junge so. Ja, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe noch nicht oft gespielt. Ich weiß nicht, wie das geht. Komm mal mit. Ja, dann ist er zu den Typen da hingegangen und er hat dann einen Tisch für uns besorgt und der so, ja, komm hier, was spielst du denn? Ich sag, ja, Ultramarines, und der so, ach, die blauen Schlümpfe, ja, komm, pack aus. Ja, haben wir ausgepackt, dann hat er mir erstmal erklärt, wie man das aufbaut, auf was ich achten muss und so, blabiblub, hin und her. Ja, dann haben wir halt gespielt, aber der hat mich halt volle Pulle weggemacht. Dann hat er mir halt noch gesagt, ey, deine Armee so ist gut, du hast die Standardeinheiten und alles, aber du brauchst noch ein bisschen was mit Wumms, was als Nachzug kommt. Du musst die Vorderen versuchen, schnell nach vorne zu bekommen, weil die viel Reichweite haben. Hat er mir das halt so ein bisschen erklärt. Ja, und dann hat er mir noch gesagt, hier, es wäre gut, wenn du dir noch die Einheiten dazu holst, das, dies und jenes. Ja, dann haben wir halt ein bisschen gequatscht, ne? Welches Spiel denn? Warhammer? Ja, genau, Warhammer, ja, ja. Und jetzt gehe ich da wohl öfters hin. Waren alle sehr, sehr nett. Haben mich ganz normal akzeptiert, sage ich jetzt mal. Haben mit mir ganz normal gesprochen. Haben mich dann nachher noch eingeladen, was zu trinken und so. Und hin und her. Und ich war ja bei dem Nerdladen schon ein paar Mal. Und dann kam halt der Chef von dem Laden so dazu. Ach, unser Influencer. Und ich so, ach. Ja, und dann alle wie Influencer, bla bla, und dann ging das wieder los, so, weißt du? Ich wollte einfach nur spielen. Ich wollte nicht über YouTube quatschen oder über Twitch, ich wollte einfach nur spielen. Ja, und dann wurde ich halt den restlichen Abend so über YouTube und so voll gequatscht und bin dann nach Hause gefahren. Hab meine Frau angerufen, die hab ich dann abgeholt. Und das war's dann. Erstmal dann, meine Hündin, ich weiß gerade nicht, wo sie ist. Ist schon 19 Uhr. Wahrscheinlich liegt sie schon oben mit meiner Frau im Bett. Aber war ein schöner Tag, sag ich mal. War cool. Hat Spaß gemacht. War ein schöner Tag. Boah, aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.